Und damit herzlich willkommen zurück zu The Voice from the Sea. Ich bin gerade dabei, herauszufinden, ob die Muschel richtig war. Ja! Tag 5. Kantos? An diesem Tag kam Kario an meinen Tisch. Ich habe ihn noch nie so ernst gesehen. Was ist? Du hast gesagt, du hast ein Mädchen namens Maurice kennengelernt, richtig? Was ist damit? Weißt du, ich war neugierig und habe herumgefragt. Niemand hier kennt ein Mädchen namens Maurice. Ich bin nicht überrascht. Es beweist, dass dein tolles Netzwerk sinkt. Hör zu, ich meine es ernst. Erinnerst du dich an das Gerücht, von dem ich dir letztens erzählt habe? Was denn für ein Gerücht? Ich wusste, du hast nicht zugehört. Ein Junge aus der anderen Klasse ist vor kurzem zum Strand gegangen und dort hat er etwas gesehen. Er sah einen Geist, einen weiblichen Geist. Das Mädchen, das du kennengelernt hast, könnte sie vielleicht. Klar! Warum sollte ein Geist mitten am Tag erscheinen? Oh, gutes Argument. Aber wenn sie kein Geist ist, was ist sie dann? Nur ein gewöhnliches, seltsames Mädchen. Wie kann jemand gleichzeitig gewöhnlich und seltsam sein? Außerdem bin ich sicher, dass sie jemandem aufgefallen wäre, wenn sie so ein einzigartiges Wesen wäre. Oh, ich weiß. Vielleicht findet das alles nur in deinem Kopf statt. Du würdest dir so verzweifelt Freunde, dass du schon anfängst, welche zu sehen. Was für ein Arsch. Einen Moment lang dachte ich, er hätte wirklich etwas Vernünftiges zu sagen. Warum tue ich mir das überhaupt an? Ein Geist, Mit dieser Frage im Kopf starre ich sie intensiv an. Kantos, warum starrst du Marie so an? Das ist peinlich. Nein, ist es nicht. Diese dumme Fliege. Sieh sich mal einer an, was er mit mir gemacht hat. Jetzt bekomme ich das nicht mehr aus meinem Kopf. Es stimmt, dass dieses Mädchen ungewöhnlich ist. Aber ich kann sie mir einfach nicht als Geist vorstellen. Hey, Kantos! Ihre Stimme bringt mich endlich zurück in die Realität. Hast du schon mal eine Sandburg gebaut? Natürlich. Bei den vielen interessanten Sachen, die man hier machen kann, ist eine Sandburg bauen definitiv eine davon. In Ordnung. Das machen wir für Runde 5. Lass uns eine bauen. Das ist alles? Ist das nicht so normal für deine Begriffe? Was ist mit deinen sonst so ungewöhnlichen Mätzchen? Hat Maurice etwas Ungewöhnliches gemacht? So ziemlich alles, ja. Wirklich? Ein Blick in ihr Gesicht und ich weiß, dass meine Bemerkung total an ihr vorbeigegangen ist. Sie ist in seliger Unwissenheit. Und warum eine Sandburg? Oh, Maurice hat noch nie eine gebaut. Gefällt es Kantos nicht? Doch, aber ich bin total schlecht darin. Na gut, dann lass uns einen Wettbewerb machen, wer die beste Sandburg baut. Der Gewinner darf einen Verlierer bestrafen. Der Gewinner darf den Verlierer bestrafen. Wie bitte? Auf die Plätze. Fertig, los! Wie ein Raubtier, das seine nichtsahnende Beute aus dem Hinterhalt angreift, lässt sie mich ohne weitere Erklärung zurück. Ich nehme zurück, was ich eben gesagt habe. Sie ist so ungewöhnlich wie immer. Kantos! Oh
Wow. Was denkst du? Maris hat sehr hart dran gearbeitet. Das sieht man. Ich habe noch nie so eine umfangreiche Sandburg gesehen. Bist du dir absolut sicher, dass du noch nie eine gebaut hast? Was ist mit dir, Kantus? Was hast du gebaut? Das sind Berge. Das ist keine Burg, das sind Berge. Ist das ein geschmolzenes Eis? Ich werfe einen Blick auf meine Sandburg. Oder zumindest auf das, was sie darstellen soll. Das Wort Peinlichkeit beschreibt es nicht mal annähernd. Ich habe mich noch nie so geschlagen gefühlt. Also, hat Maris gewonnen? Bewasch, das zählt nicht. Ich baue noch eine. Und das muss dahin und das muss hier und das und... Oh. Was ist das? Schlagsahne. Das ist Schlagsahne. Eine Sandburg. Bist du sicher, dass es kein A ist? Ich werfe einen Blick auf meine zweite Sandburg. Es besteht kein Zweifel. Oh mein Gott! Weiß ich, was sie meint. Für mich sieht es aus wie Schlagsahne, aber ja, es könnte auch ein Haufen sein. Trotz meiner Mühe sieht sie schlimmer aus als die erste. Ich habe mich noch nie so geschlagen gefühlt. Also, hat Maris diese Runde gewonnen? In Ordnung, du hast gewonnen. Ich habe kein Talent darin. Juhu! Als Strafe dafür, so miserabel verloren zu haben, muss Kantus Maris noch mehr Muscheln bringen. Was nennst du Strafe? Ich hatte sowieso vor, nach einer so zu suchen. Also, was haben wir denn? Oh, ich muss speichern. Du hast eine Spiralschnecke gefunden. So eine kenne ich. Flügelmuschel. Die gibt's häufiger. Und was ist das? Papierzapfen. Was ist denn ein Papierzapfen? Ich bin für... Von der Farbe her, die da. Oh Gott, das ist bestimmt die falsche. Es hat etwas gedauert, aber ich glaube, das ist die beste. Kantus! Was hast du Maris gebracht? Ich habe mich für diese schönste Muschel entschieden. Ich dachte mir, du würdest sie mögen. Oh, sie ist wirklich hübsch. Danke, Kantus. Du weißt wirklich, wie man die Besten aussucht. Sie sieht aus wie aus einem Märchen. Du weißt schon, wie die Meerjungfrauen auf ihren Brüsten tragen. Soll Marie sie auch auf ihren Brüsten tragen? Ich habe das... bohrende Gefühl, dass diese Unterhaltung eine seltsame Wendung nimmt. Es ist aber nur eine. Wir müssen doch eine finden. Oh, und für Kantus brauchen wir auch noch ein paar. Was denkst du, ist das keine tolle Idee?
Nein? Ich passe. Ich mag Muscheln, aber nicht so. Kantos ist immer so leidenschaftlich, wenn es um Muscheln geht. Ich kann es nicht ändern. Sie erinnern mich ans Meer, weißt du. Ich lebe auf dieser Insel schon seit ich geboren wurde. Mein Haus, meine Schule, die Nachbarschaft. Das sind einzige Orte, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Ich habe die Welt für klein und unbedeutend gehalten. Das hat sich geändert, als ich das Meer zum ersten Mal gesehen habe. Es ist so groß, so beeindruckend. Man kann das Ende nicht sehen. Ich erinnere mich, dass ich so begeistert war, dass ich meine Augen nicht abwenden konnte. Ich wünschte, ich könnte es mit nach Hause nehmen. Natürlich war das ein albernder Gedanke. So etwas kann man nicht machen. Deswegen habe ich angefangen, Muscheln zu sammeln. Im Gegensatz zum Meer kann man sie mit nach Hause nehmen. Sie sind die engsten Verbindungen, die engste Verbindung, die ich zum Meer habe. Es ist, als hätte ich es die ganze Zeit über nah bei mir. Das ist so peinlich. Ich erinnere mich, dass sie das schon mal gesagt hat. Ich finde dich immer hier. Du hast doch also das Meer sicherlich nicht, oder? Ich schätze nicht. Sie spricht für gewöhnlich so selbstbewusst. Es ist seltsam, sie so unsicher zu sehen. Maris ist glücklich, dass du so denkst. Aber Kantos? Das Meer und die Muscheln sind zwei verschiedene Dinge. Es sind bloß Nachbarn, die zufälligerweise nebeneinander wohnen. Wenn du das Meer wirklich mit nach Hause nehmen willst, solltest du das machen. Sie holt eine kleine Glasflasche heraus und taucht sie ins Meer. Hier, damit kannst du es überall mitnehmen. Sie macht immer das Unerwartete. Aber dieses Mal fühlt es sich richtig an. Das ist für mich? Ja. Kantos hat Marie so viele Muscheln gegeben. Das ist meine Gegenleistung. Danke, schätze ich. Danke. Es ist ein Wort, das ich schon lange nicht mehr gesagt habe. War ich für diese Flasche dankbar? Oder für etwas anderes? Weißt du, das habe ich mit deinem üblichen Mätzchen gemeint. Nur dir fallen solche Dinge ein. Das ist toll, oder? Was für ein seltsames Mädchen. Aber wenn sie ein Geist ist, was ist sie dann? Nur ein gewöhnliches, seltsames Mädchen. Wie kann jemand gleichzeitig gewöhnlich und seltsam sein? Außerdem bin ich sicher, dass sie jemand aufgefallen wäre, wenn sie so einzigartig wäre. Oh, ich weiß. Vielleicht findet das alles nur in deinem Kopf statt. Du wünschst dir so verzweifelt, Freunde, dass du schon anfängst, welche zu sehen. Kantos? Was ist los, Kantos? Es dämmert mir endlich, warum Garius' Worte mich so beschäftigen. Dieses seltsame Gefühl, das ich hatte, seit ich sie kennengelernt habe. Es hat nichts mit der Realität zu tun. Wie ein Traum, aus dem man nicht aufwachen will. Alles ist so gut, um wahr zu sein. Als der Gedanke durch meinen Kopf rast, halte ich die Flasche, die sie mir gegeben hat, fest in meiner Hand.
Es ist, als würde ich mir Sorgen machen, dass sie eines Tages verschwindet. Damit haben wir es wieder geschafft. Oh je. Hart. Das ist sehr, sehr hart. Und es wird irgendwie immer trauriger. Also ich kann nur sagen, boah, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es muss schwer sein, das mitzumachen. Ich weiß, wie es ist, wenn man von anderen gehänselt wird, gemobbt wird. Es ist nie wirklich einfach und auch nicht leicht. Aber im Gegensatz zu ihm hatte ich wenigstens noch Freunde, die für mich da waren. Und auch Familie. Aber der Kleine hat ja niemanden, der ihn auffängt, außer das Mädchen. Ich weiß nicht, wie er reagieren wird, wenn sie wirklich nur Einbildung wäre. Das wäre sehr hart, muss ich sagen. Aber wenn dem auch sei, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder und denkt doch einfach mal über diese ganze Story nach. Und schreibt mir doch in den Kommentaren, was ihr bisher alles erlebt habt. Vielleicht kennt ihr ja so eine ähnliche Geschichte. Vielleicht von euch selbst oder von Freunden oder Verwandten. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das mit mir teilen würdet. Natürlich ist das keine Pflicht. Ihr müsst über diese Dinge nicht sprechen. Es ist schon schwer genug. Aber ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Tag, wo wir hoffentlich ein Lächeln auf seinen Lippen sehen werden und kein Weinen. Danke, bis zum nächsten Mal.